Ah, das ist aber unhöflich. Jetzt mal ehrlich. Das ist ein bisschen unhöflich. Weißt du, ich meine, die Höhe. Ich meine, waren wir so laut? Weißt du, dass ich gleich die Tür aufreißen? So, ey, die Wichser kommen. Kloppt in die Fresse. So wirkt das ein bisschen. So, man gerade so unhöflich sein wollte und mir in die Fresse hauen wollte, eigentlich. So gleich markieren, so, ey, du bist hier nicht willkommen. Schon ein bisschen unhöflich. Ganz ehrlich, vom inflationären Geldverhalten und manchen anderen Sachen, die ein bisschen inflationär sind, muss ich sagen, habe ich irgendwie da so das Gefühl, als wäre hier ein bisschen bei Adventure Capitalist. Sind wir einfach nur, weil das hier alles so ein bisschen inflationär ist. Wie, ja genau, so ein Winzling hat einen Stab dabei, der viermal so groß ist wie er selber. In der Hosentasche. In der kleinen Hosentasche hat der kleine Mann das da drinne. Ich meine, was ist das eigentlich hier, ne? Bezeichnung für einen kleinen Mann? Yay. Weiter geht's. Ja, so ist das halt, ne? Ja, schöne. Könntet ihr bitte da auch mal aufhören, den armen Kerl in Ruhe zu. Das ist schon der arme Kerl. Die arme Frau mal in Ruhe zu lassen? Meine Fresse, ihr riecht mich alle auf. Obwohl, wie gesagt, in der heutigen Zeit, wo alles genderfluid ist, dürft ihr auch Kerl sagen, glaube ich. Wenn ich nur Frau sage, wäre es ja auch Diskriminierung, oder nicht? Entschuldige. Ein bisschen muss sein. Ich halte nicht viel von dem Quatsch, tut mir leid. Deswegen bin ich da ein bisschen gehässig. Vielleicht treibt eine Musik auch so ein bisschen dazu. Oh, das finde ich eigentlich ganz nett, dass es zwischendurch mal speichert. Aber ich muss noch mal zurücklaufen. Oh, jetzt muss ich da ganz durchlaufen. Ernsthaft? Deswegen euch muss ich wieder zurücklaufen, ey. Das kann es nicht wahr sein. Habt ihr eine Ahnung, wie unhöflich so eine Scheiße ist? Ich meine, klar, sie weisen dann darauf hin. Oh, du hast ja noch was vergessen. Es könnte wertvoll sein. Aber trotzdem, ey. Ja, toll. Weißt du, wie ein 20.000 zurückgelaufen. Oh, macht mal das Licht an hier. Ist zu dunkel. Weißt du, die könnten auch mal das Licht nicht mal anmachen. Es ist so dunkel hier drin, ey. Leute, ey, macht auch mal das Licht an. Es ist unhöflich, wenn das hier mal so scheiße duster ist. Ich wollte gerade sagen, kommt ihr auch mal hinterher? Ihr habt hier eigentlich nichts zu sein, das wisst ihr, ne? Verdammt nochmal, hört ihr auf, so einen Krach zu machen? Ihr macht alle wach! Ich gehe mal davon aus, dass es recht laut ist, weil das hört sich bei mir hier aus den Boxen ja schon relativ laut an. Na. Das ist aber hinterfotzig. Du Hurensohn. Ihr bösartigen Hurensöhne. Hört auf mit der Scheiße. Könnt ihr jedes Mal so eine Scheiße abziehen hier? Haben diese Arschlöcher überhaupt eine Ahnung, wie sehr das jetzt gerade ein bisschen nervt?
Ja, diese Stelle ist immer etwas hart, leider. Das kann man ja noch sagen. Die Stelle ist leider immer etwas hart. Boah, sag mal. Kann man jetzt mal für 2 Sekunden hintenrum Ruhe haben? Ich sei bloß froh, ey. Jetzt reicht's. Hör jetzt auf mit der Scheiße. Ist mir egal. Ich hole euch, ich räume mir gleich auf, ey, Leute. Ich wische euch mit euch den scheiß Boden auf. Wenn ihr so weiter macht. Ich wische mit euch den scheiß Boden auf, ey. Das glaubt mal fest dran. Ich werde euch so die Hucke vollhauen. Ich hau euch so das Fressbrett ein. Jetzt mal ja, egal wie sehr die hier ankommen, ich werde denen die Fresse einhauen. Jetzt reicht's mir langsam. Das ist eine Unhöflichkeit, hier mein Team halbwegs abzumorden. Das ist schon wieder die Scheiße. Das gibt bei der Mitübersprechung wieder voll eins auf den Sack. Also, wegen diesen Hurensohn gibt sie da so eins auf die Fresse. Also jetzt schon. Es gibt wieder richtig eins aufs Fressbrett. Und es gibt wieder natürlich wiederum beim Arbeitsschutz eine Anklage dafür, dass ich wiederum nicht auf die Sicherheit meiner Mitarbeiter geachtet habe. Oh ja. Dafür wird es wieder eine fette Anklage geben. Eine fette, dicke Anzeige. Trink doch mal ein. So, auch wieder aufnehmen bitte den Scheiß. Das ist das Schöne nebenbei, ne? Wenn alles auf dem Haufen liegt, nimmt sie ja mehr oder weniger alles auf, was sie hier soll. Gut, sie nimmt auch mal den falschen Bogen, aber sie kann ja nicht viel falsch nehmen, wenn entsprechend nicht viel da ist. Sagen wir es mal so, aus einem Grund möchte ich die gerne mehr. Ach ne, es ist ja die billige, ach, die braucht ja kein Schwein. Ich wollte nämlich schon gerade sagen, so, die bunte darf man ruhig mal mitnehmen. Die finde ich ganz witzig. Werf weg. Nur die allerbesondersten Dinger will ich mit haben, weil halt so ist. Hey. Du sollst tauschen. Und dann sollst du das Ding weitergeben an den nächsten. Bisschen mehr Mana, damit sie das einfach hat. Einfach nur damit sie es hat. Versteht, ne? Jetzt räumen wir das auf und übrigens so sind die hier reingekommen in die Burg. Von unten aus. Von unten. Natürlich wieder speichern. Das ist der Punkt, meine Damen und Herren, die sind von unten gekommen. Und das heißt, dass so ungefähr wir steigen gerade in die Hölle. Also mein Team, wir müssen da jetzt durch. Wir steigen schließlich in die Hölle rein. Er wird's arschheiß sein, unangenehm, wir werden schwitzen wie sonst was und vor allem wir werden da fett eins aufs Maul bekommen und wir müssen jetzt richtig eine verplätten da unten. Damit die Höllenkreaturen mal begreifen, mit was sie sich eigentlich anlegen. Vor allem, dass es reicht. Und denkt ja nicht, wir kommen damit durch. Wo ist eigentlich der andere hier? Sag mal, rennst du mal mit nach vorne, du Arsch? Mit dahin, los, hin da.
Voll sein. Das werdet ihr ja wohl noch schaffen. Ich weiß, es bringt nicht mehr viel, aber ich will trotzdem das Geld noch haben. Aus einem simplen Grund, weil ich es haben kann. Ist ja klar, ne? Ich meine, es ist ja der einzige Grund, weswegen man es macht. Weil man es haben kann. Großer? Auch nicht super. Das bringt mehr. Super ist effizienter. Es ist einfach mehr Gesundheit pro Feld. Leute, ich muss auch ein bisschen sparsam sein. Also die Spawnraten haben sich ja sehr hochgestellt. Um es mal höflich auszudrücken. Alter! Was ist hier los? Wie es hier einfach nur rumkloppt, ey. Alter. Aufsammeln. Aufsammeln. Ich will wissen, ob ich noch die... Ich will noch wissen, ob ich das Geld voll bekommen kann. Ich will es echt mal wissen. Das wäre so heftig, wenn du das Geld voll hast, bevor sozusagen... Oder mal nach dem Endgegner, ey. Das wäre krass. Wo kam der denn her? Okay. Ist auch immer das Ärgerliche, ne? Du weißt nie, wo tauchen die auf. Plötzlich so wuschen Feuereffekte, die sind da. Das ist ein bisschen ärgerlich. Oh. Wo soll? Oh, wieder einer. Was wollen die eigentlich mit Heiltränke? Na gut. Jetzt wäre meine Frage interessant. Ob man da reintreten darf. Es wäre interessant, ob es als Wasser gerechnet wird oder tatsächlich als Lava, die tödlich sein kann. Wenn ich der Einzige denke, das rechnet, das hört sich hier so an als... Ja. Wie gesagt, schon schöne Lava, hier geht's... Ja, hier ist es so unangenehm. Upsi. Alter, nicht wieder so ein Steinarschloch. Rauf da, rauf da, rauf da aufs Steinarschloch. Boah. Alle rauf. Rauf da, auf das Steinarschloch. Boah, der nervt ungemein. Die kleinen Viecher sind nicht, sind, ja, sind in der Masse schon zwar nervig, aber sind nicht so unglaublich grausam. Da geht das noch. Da gibt's Schlimmere. Da gibt's Schlimmere. Ich wollte sagen, immer schön das Geld mitnehmen. Ich will einfach wissen, ob's. Ich will einfach wissen, ob ich's voll kriege. Bisschen Challenge. Pseudomäßig. Und deswegen, ich ziehe das jetzt auch durch. Weil ganz ehrlich, es dauert nicht mehr lange. Oh, 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 gleich wieder zurück, Leute. Ich sagte zurück. Das ist ein bisschen gemein. Ich wollte sagen, kommt doch mal ein Tick näher. Ich werde so ungern alle reinlocken. Müssen wir jetzt halt doch alle rennen, wa? Einmal E drücken. Einer. So, jetzt könnt ihr euch wieder ein bisschen amüsieren. Jetzt nicht so schlimm. Hier muss ich Gruppensteuerung anwenden, komplett. Bisschen Angie danken. Mein Engine ist alle. Nein! Ist nicht gut. Ach, ich liebe sowas. Es tankt immer so schnell auf. Ach, ich finde das gut.
Es gibt Energie im Körper. Ja, genau. Wenn jemand hier Sachen kaputt macht, dann bin ich das. Ich muss mir auch mal was gönnen, wisst ihr? Nimmt irgendwann nichts Geld auf, danke. Ihr sagt, irgendwann muss ich es ja gönnen und. Ist ja klar, also. Wir gönnen uns das. Es ist schön hier, oder? Naja, in gewisser Form. Ja. Ja, schön übrigens, dass sie immer zwischendurch einfrieren. Mal zwischendurch mit den Bogenschützen. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, das hat keine spezielle Waffe, sondern das hat hier irgendeiner der Bögen, glaube ich. Irgendeiner der Bögen hat ja Frostschaden, soweit ich weiß. Ich weiß nur nicht welche, aber irgendeiner hat's. Ja, ich verbrauche hier schon gewaltig an Tränke, das muss ich mal sagen. Habe ich eigentlich noch? Boah, habe ich aber viele verbraucht. Wenn ich überlege, wie viele ich hatte. Ich meine, ich habe auch einen Teil natürlich auch weitergegeben, damit ich Platz für die anderen Scheiße habe, aber trotzdem, das ist schon. Na gut, man bekommt hier auch recht viele, ne? Aber es ist trotzdem ziemlich verblüffend, wie viele man doch verdonnert. Schon gerade da, lass die ruhig mal ein bisschen kommen. Könnt ihr mal aufhören, immer auf mich zu gehen hier? Die Arschlöcher. Weißt du, immer auf die Frau eingehen hier, ne? Immer auf die Frau schlagen. Weißt du, wie kann man nur so gemein sein? Wie kann man nur so grob, so mies? Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Sexistisch. Nein, ganz klar. Ist ja logisch, nach der wie die Charaktereinstellung hier läuft. Der Stärkste wird immer als erstes fokussiert. Ist ja simpel. Der stärkste Charakter wird immer als erstes fokussiert. Beziehungsweise eigentlich immer der Erste und man selbst ist ja immer auf Platz 1. Aber auch immer der stärkste Charakter in dem Dungeon-Siege. Ist ja normal. Ah, wir kommen langsam weiter. Ist eigentlich schon mal jemand aufgefallen, wie weit wir schon gekommen sind? Wir haben viel mehr Wegstrecke zurückgelegt. Und das ist der Vorteil, wenn man nicht mehr sammeln muss, nicht mehr auf den Scheiß gucken muss, den man da eigentlich hat. Sagen, lass die mal ruhig kommen. Die Idioten folgen schon irgendwie. Genau, lass die mal ein bisschen kommen. Damit der Große da nicht gleich hinterher rennt. Das ist immer so ein bisschen zum Kotzen. So ein bisschen nach und nach wegfressen. Ah, macht nichts. Ist nur noch der kleine Kloppy gleich. Danke. Und jetzt alle rauf, ja. Nur war mir klar, dass er keine Chance hat. Wie soll er auch? Scheiß drauf. Braucht er nicht. Hm. Stört keiner mehr, wenn es da knallt. Das ist normal. Das ist immer ein bisschen lauter, wenn es bumst. Gehört dazu. Ja, das ist das Problem, der drischt schon ganz schön rein immer, der Fetti. Alle rauf da. Alle auf dem Fetti. So, wir müssen immer als erstes erledigt werden.
Alle rauf auf den Fetti. Alle rauf auf den Fetti. Scheißegal, es war um den anderen Kram. Erstmal den Fetti kaputt machen. Der muss ja erstmal als erstes zerschlagen werden, ganz klar. Ja. Blitzen ist hier nicht. Denn Blitzen ist sehr unfair und unhöflich, denn wir sind nicht zu schnell gefahren. Sag ich nebenbei mal. Ist so, wir sind schlicht und einfach nicht zu schnell gefahren. Sehe ich auch nicht ein. Ich bin übrigens sehr froh darüber, dass wir immer schön Gesundheitstränke hier nachgeschmissen bekommen. Das finde ich sehr gut. Immer schön, alle Gesundheitstränke. Alle Gesundheitstränke immer mitnehmen. Das ist noch eine der wenigen Merkmale, wo wir tatsächlich mal was von haben. Ne. Das müssen wir erstmal warten. Boah. Ich meine an sich, er hat ja genug, ne? Er kann ja mir mal ein paar rüberschmeißen. Ich will auch mal wieder ein paar haben. So nach und nach. Ist nun mal wichtig. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen vor, dass wir dann schon mal ein bisschen weiter verhauen. Mit denen. Wir müssen ja nach und nach eh ein bisschen weiter und aufräumen. Und währenddessen können wir mal ein bisschen Freiraum. Er rennt schon hin. Er sage ich schon jedes Mal. Boah, ich bin da so dran gewöhnt. Das ist immer der alte Sack, ist, dem auf den Sack geht. Ja, gutes Sprichwort, ne? Wir können ja schon ein bisschen vorlaufen. Sie wird schon nachfolgen. Kommen lassen, kommen lassen. Bisschen beruhigter angehen. Der da hinten nervt schon genug. Wir wissen ja auch nicht, was hier überall frei spawnen, ne? Das kommt noch als nächstes. Wissen wir ja schlicht und ergreifend nicht. Ja, ja, wir kommen gleich wieder nah genug ran. Dass man da gleich wieder... Nur ein bisschen schon mal voraufräumen. Ne? Sie wird ja eh gleich wieder aufstehen. Nur, dass wir da schnell schon mal ein bisschen was aus dem Weg räumen. So. So, ein bisschen bewegen. Eigentlich müsste sie prompt sich jetzt auf den Marsch machen. Ja, und da kommt sie auch schon. Ist doch schön, wenn in gewisser Form die Wegführung zumindest etwas funktioniert. Wieso ist die Angabe wieder auf 15 Minuten? Ah, ich verstehe, warum sie auf 15 Minuten... Ich wundere mich gerade, ne? Ich gucke gerade rüber so, 15 Minuten? Warum 15 Minuten? Jetzt verstehe ich, warum 15 Minuten. Oder? Recording 3 Stunden. Und live sagt er eigentlich auch 3 Stunden. Und dann steht hier, sorry, connected chat. Also, ah, gut. Es war nicht zufällig wieder Montag. Ja, stimmt. Es ist ja Montagnacht, ne? Dienstagnacht ungefähr. Haben wir jetzt zufällig gerade 3 Uhr nachts? Ich glaube, ja. Ich kenne das schon mit 3 Uhr nachts. Meistens ist es nämlich so, dass um 3 Uhr nachts mal für so 1-2 Minuten die Fritzbox meistens 3 Uhr nachts oder so um den Dreh mal ausfällt. Weil in dem Moment wahrscheinlich irgendwelche Update-Funktion läuft oder so.
Ich weiß nicht, ob es bei eurem Router auch so ist, aber bei meinem Router ist es so ganz oft so, dass es so immer, wie gesagt, so 2, 3 Uhr nachts, wenn der normale Mensch normalerweise auch nichts tut, dass dann für so 1-2 Minuten mal das Internet komplett weg ist. Weil er in dem Moment irgendwelche Updates oder sowas machen möchte dann gerne oder gucken möchte wegen Updates. Und ist ja logisch, ne? In der Zeit, in Anführungszeichen, geht natürlich nichts raus und klar, dass dann Twitch denkt, oh, das ist ein neuer Stream. Aber verpassen habt ihr nichts, weil wie gesagt, kommt ihr am Ende, ihr lasst euch hochladen und live, guckt ihr eh kein Schwein zu. Klingt hart, wenn man das so sagt, ne? Ich will ja keinen beleidigen, aber es klotzt eh keiner zu. Ja, ja. Du bringst uns schon nicht mehr um. Du auch nicht. Mistviech. Versuch's gar nicht erst. Du schaffst es eh nicht. Oh, das ist schön, wenn sich sowas abräumt. Na, mach ihn bitte mal weg. Drachen nerven. Schließlich bin ich der Drachenbezwinger. Oder auch Draculus. Müsst ihr euch unbedingt mal geben, das Video. Draculus. Es kommt nur geil. Von Drache, please. Draculus. Eins muss man denen wirklich lassen. Ich meine, sie haben es wirklich schön gemacht. Das muss man ja verlassen. Ich meine, sie haben das wirklich, wirklich, wirklich schön designt. Ohne jeden Zweifel. Sie haben es wirklich schön designt. Für damals, ne? Das muss man noch dazu sagen. Für damalige Verhältnisse. Ich wollte gerade sagen, so. Kommt mal ein bisschen näher. Ich will nur ein bisschen ranpulen, denn nicht, dass da hinten plötzlich noch ein paar dazu spawnen. Da habe ich keine Lust zu. Weil das könnte dann ein bisschen viel werden, wenn da noch so ein paar zu spawnen. Ich würde sagen, so benutzt ruhig fleißig Engineering. Davon haben wir ganz, 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 ganz viele. Kann man ruhig mal ein bisschen verschwenderisch mit sein. Ja, das meinte ich ja damit. Hau mal rein. Heil mal ordentlich. Na, so langsam wird's was. Es geht. Also so, ihr seht ja, ne, so wenn man genug ja, Energietränke hat, Energiedrinks, dann geht das eigentlich recht gut. Und ihr habt gesehen, wenn man zu weit vorrennt, man hat die natürlich in gewisser Form auch Gefahr. Wie ihr ja gerade gesehen habt. Das kann passieren. Ne? Dass dann zu viele Leute auf einmal spawnen und das wird einfach dann zu viel. Deswegen, man, auf die Art meine ich ja damit, auch mit dem Randpolen. Ich meine, jetzt ist nicht so schlimm, jetzt kann man ruhig mal ein bisschen, weil ist nicht so wild. Weil wir haben so viele Engine-Rings. Aber wenn das jetzt schwer gewesen ist, wenn das jetzt auf der Schwierigkeitsstufe schwer gewesen wäre, könnte ich mir auch vorstellen, dass das jetzt der Tod gewesen wäre. Speichern. Wir haben jetzt schon echt eine Zeit lang gespeichert. Deswegen. Und jetzt kommen wir so, und jetzt darf man nicht vergessen, wir sind so tief in der Höhle. Da ist nicht mehr so viel los. Jetzt kommen wir langsam zum richtig unangenehmen Teil. Heißt es.
In Wirklichkeit ist das aber ehrlich gesagt sogar der etwas leichtere Teil, wenn ich ehrlich bin. Es ist der etwas leichtere Teil in meinen Augen, der jetzt kommt. Aber der zweite Teil ist, finde ich, atmosphärisch ziemlich geil gemacht. Ich meine, guckt euch mal an, diese Halle hier, so, wo man reinkommt. So. Das, ich finde, das hat schon echt scheiße guten Stil. Das kann man nicht anders sagen. Es hat echt scheiße guten Stil. Das muss man einfach mal sagen. Es hat echt scheiße guten Stil, die Halle hier. Boah, wahrscheinlich schaffe ich nicht mehr die 9 Millionen voll zu kriegen, wa? Die Maximalziffer von, ja, 10 Millionen minus 1. Das Maximum. Ich meine, gut, mit den Wertgegenständen, die ich besitze, werde ich es wahrscheinlich schaffen, weil ich habe scheiß teure Gegenstände mit. Das darf man natürlich nicht vergessen. Na, allein was die schon an Wert ausmachen. Oh, da haben noch ein paar Leute mal ordentlich was gewonnen. Das ist sehr schön. Das finde ich auch sehr löblich. Ich gucke das mal an, so gucken die Ferne. Nee, weil denn so. Ich finde, das hat schon. Also, die haben es schon wirklich mit Stil gemacht. Man darf ja auch nicht vergessen, die hatten damals ja nicht viel Möglichkeiten. Ne? Und sie haben es mit echt versucht, mit Stil zu machen. Ja, der hängt zu doof in der Kante, dann kann er nicht wirklich adressiert werden, was passiert. Oh, hier geht's schon wieder weiter. Oh, geht's jetzt ganz nah über die Lavafelder, wa? Hört auf, uns auf den Sack zu gehen, ihr kleinen Mistpimps. Ihr kleinen dummen Chabos. Also ehrlich, Leute, ihr kleinen dummen Chabos, ihr seid sogar kleiner und noch unbedeutender als alles andere, was ihr sonst kennt. Und ihr seid auch noch viel kleiner als die Zwerge. Hm. Ich meine, die Zwerge haben schon Schwierigkeiten mit ihrer Körpergröße. Ich meine, die müssen immer hochgucken. Aber die müssen ja bei allem hochgucken. Ich meine, die müssen noch Genickstarre haben. Die müssen ja schon auf dem Podest sitzen, wenn sie alleine nur auf dem Stuhl sitzen wollen. Damit sie überhaupt, damit man überhaupt erkennt, dass sie auf dem Stuhl sitzen. Entschuldige, bisschen beleidigend, aber was soll's. Ja, so ist das. Also Leute, ein bisschen aufpassen hier, es ist arschheiß. Also kommt mit der Lederkleidung nicht zu nah, das könnte unangenehm warm werden. Es ist schon mit der Metallrüstung scheiße unangenehm. Muss aufpassen, ne? Ich meine, wie gesagt, trittst du aus dem Falschen, ah, das könnte was nice werden. Also eine Brandblase hat man unter Umständen schon. Ich warne nur vor, ich meine, nicht, dass man das plötzlich heißt, ich hätte nicht gewarnt. Na. Ich glaube schon, dass wir sehr gut ausgerüstet sind. Also bis jetzt kommen wir ja so gut durch. Alter Schwede. Wie das so abdunkelt einfach nach und nach. Ey, man kann sagen, was man will, aber allein der Abdunkeleffekt ist schon wieder geil. So. Das meine ich damit so. Das ist nur ein bescheidener Abdunkeleffekt, aber selbst der kommt schon geil. Also bitte, passt mal ein bisschen auf, wie ihr hier rumschießt. Ja, ihr könntet Leute damit treffen. Ja, du brauchst hier gar nicht erst sauer sein. Alter. Kann er aufhören, immer mit seiner scheiß Zigarettenblut hier durch die Gegend zu werfen? Das kann's nicht sein. Das ist unangenehm, wenn es Leute trifft. Ah,
Ach, wenn du nicht so viel bewegst, kann ich die verdammten Dinger nicht adressieren. So. Genau, ich möchte gerne nach und nach den Gesundheitstrank haben. Ich muss ja mal gucken, dass man nach und nach hier, ne? So, schreddern wir uns mal ein bisschen hier durch. Kommt schon, das schafft ihr da hinten. Bisschen durchschreddern, nach und nach. Lasst euch Zeit, es ist nicht so wild. Wir kommen hier durch. Glaube ich ganz fest. Wir schreddern es schon hier durch. Genau, schön am äußeren Rand erstmal vorbeischreddern. Auch wenn die anderen anscheinend da irgendwie ihre Kollegen gerne im Stich lassen. Deswegen voll die Kameradenschweine, das geht eigentlich gar nicht, ne? Guckt euch das doch mal an, ey. Voll die Kameradenschweine hier. Merkt ihr das, wie das hier unten da? Voll der Abgrund. Wisst ihr, was das Interessante ist? Wenn das so dunkel ist, ne? Ich meine, es ist ein Effekt, der entsteht nur durch Zufall, weißt du? Wenn man den Monitor über VGA angeschlossen hat, hat man ja dieses typische VGA-Problem, dass man da auch so ein bisschen diese klassische, ne? Ja, diese Schlieren-Effekte automatisch hat. Aber die machen bei besonders dunklen Stellen und dadurch, dass das so durch das Bild so ganz leicht flimmert, das macht es irgendwie schon wiederum geil. Weißt du, es ist irgendwie fast schon... Das ist schon irgendwie ein geiler Zusatzeffekt eigentlich. Oh, da ist noch ein Gesundheitstrank, ganz wichtig. Nie vergessen, Gesundheitstränke sind hier wichtig. Wir brauchen das alles. Ist ja klar. Ich wollte sagen, du wirst ja wohl... So komplex ist es nicht, von dieser Seite aus ein Gefäß einzuschlagen, Leute. Danke. Hey, lass mich drüben meinen Gesundheitstrank hier nehmen. Ihr Penner, ihr wisst, dass ich Angie-süchtig bin. In dem Spiel. In der Realität bin ich eher Cola-süchtig, würde ich mal behaupten, weil ich saufe ziemlich viel Cola. Im Verhältnis ist ein bisschen viel. Gebe ich zu. Aber bis jetzt hatte ich noch nicht so Beschwerden, dass ich da irgendwie sagen muss, dass ich da was ändern muss. Also Beschwerden hatte ich bis jetzt zum Glück noch nicht. Oh, ein roter Helm. Was will der Arsch mit dem roten Helm? Der ist glühend heiß. Der Helm geht doch kaputt. Oh, der ist schon kaputt. Wieder einfach wie er wird eingefroren, so das ist einfach Eisblöcke. Das ist einfach nur so ein Eisblock. Was ist das dann? Sieht gut aus. Es war bis jetzt irgendwie nicht so beeindruckend. Also da muss man noch am beeindruckenden Faktor ein bisschen. Übrigens, die Effekte finde ich geil, wie die einfach so rauskommen. Es ist flimmert so, es brennt einfach. Es ist. Man darf nicht vergessen, wie gesagt, ne? Es sind sparsame alte Effekte. Das darf man natürlich nicht vergessen. Ja, wir wissen es. Du Arsch. Oh, ganz besonders. Weißt du, glühst schon, ne, Verwut. Ich zeig dir mal Wut. Nehmen unser Team hier auf die Fresse haut. Bam, Arschloch. So läuft's. Schwerer Helm braucht kein Schwein. Danke. Und wieder einkassiert. Oh, gleich zwei. Oh, jojojojo, ne? Wir haben ja auch noch nicht viele Drachensicht. Nein. Was habt ihr jetzt davon? Kann das denn das Spiel irgendwie in letzter Zeit ein bisschen. Irgendwie hakt das Spiel im Moment ein ganz klein wenig immer. Es laggt ein wenig. Ja, ich weiß. Autospeicher nicht umsonst. Jetzt, Leute, wird's lustig. So langsam. Weil jetzt kommen wir so langsam mal ein bisschen zum
zurückkehren. Kommt, Leute, das hat doch Stil, oder? Man darf nicht vergessen, ihr müsst rückwärts rechnen. Ne? Das Spiel ist, wie gesagt, schon locker erwachsen unter Umständen. Oder ist kurz davor, erwachsen zu werden. Glaube ich. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, wann es rauskommt. Ich glaube 2001. Also das Spiel wäre dann halt demnach schon mal eben 17 Jahre oder so alt unter Umständen. Also schon fast erwachsen. Was eigentlich heftig ist, ne? Aber das wird eh lustig von der Vorstellung, wenn man mal bedenkt, dass es jetzt schon in Anführungszeichen, ja, auch, ja, wenn man das so sagen kann, Gamer gibt, in Anführungszeichen. Ja, wenn man das so nennen kann, die jünger sind als dieses Spiel. Das finde ich irgendwie auch so krass. Ja, 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 ja. Nur weil du dann scheiß Feuer spucken. Ich meine, ich habe hier schließlich Feuerbeschichtung. Die anderen sind soweit auch schon ein bisschen vollbeschichtet, keine Sorge. Und wir haben eine sehr, sehr gute Sonnencreme, die hilft vor allen Dingen auch gegen Feuer. Da kriegt man so schnell Brandblasen. Das ist geil. Aber wie gesagt, wir sind auch in der Innerhölle hier. Hier geht es langsam richtig zur Sache. Aber wir schreddern uns weiter vorwärts. Wir sind hier aufzuhalten, das könnt ihr vergessen, Leute. Wir sind die Bubbles. Oder die Guardians, oder wie auch immer man das nennen soll. Wir schieben uns hier durch. Ist völlig egal. Finde ich eigentlich geil, weißt du, weil wenn ich mir überlege so. Vielleicht bin ich. Es ist nicht mehr lange hin zum Finale. Und irgendwie ist es auch cool. Von der Vorstellung her so. Es dauert auch nicht mehr so lang. Dann habe ich tatsächlich nach Ewigkeit ein relativ langes Spiel tatsächlich mal durch. Let's Played. Wenn man das so nennen kann. Diese kommen natürlich noch nach dem Standard. Natürlich noch, ne? Also. Tja. Was wollt ihr noch? Ihr kommt nicht mehr. War schon Stil, ne? Ich meine, klar, es ist nicht unbedingt mega krasse HD-Grafik, aber es ist trotzdem irgendwie cool. Naja, so ein Spiel wie dies, einfach nur mit wunderschöner Grafik und richtig auf geil gemacht, das hätte noch mal was. Am besten sogar mit Massive Multiplayer, also dass du wirklich mit deinen Freunden auch zusammen sowas mal zocken kannst. Meinetwegen auch zu viel oder sonstiges. Ein Kollege sagte ja im Endeffekt, dass in dem Hinsicht natürlich Dungeon Siege 2 natürlich sehr geil sein soll. Einziger Makel ist in Anführungszeichen, dass man sich, glaube ich, die CD, Original-CD-Fassung besorgen muss, weil diese ist noch machbar mit Online-Content. Also die hat noch einen Multiplayer, der theoretisch funktionsfähig gemacht werden kann. Die Steam-Version kann das so, glaube ich, nicht mehr. Da haben sie einiges kaputt gemacht. Also Tangel, in Anführungszeichen. Da kann ich jetzt sagen, ich und mein Kollege haben halt mal versucht, Vampire The Masquerade Redemption mal Multiplayer zu machen. Das hat übrigens tatsächlich dank den Tangle-Dingern funktioniert. Als Client funktioniert eigentlich da in der Hinsicht ziemlich gut. Dadurch ging das wieder und da haben wir auch gesehen, auch da gibt es ja auch fertige Dungeon Siege 2 Server und solche Sachen. Die würden mit, wie gesagt, mit der CD-Fassung würden die tatsächlich, glaube ich, noch funktionieren. Mit der Steam-Fassung funktionieren sie leider nicht. Weil das komplett, das Modul ist sozusagen auf der Steam-Fassung, glaube ich, komplett irgendwie entfernt worden oder unfähig, unfunktional gemacht worden. Was ich traurig finde. Ne? Das finde ich schon echt massiv traurig, weil das wäre nochmal ein Spiel, das wäre multiplayermäßig bestimmt auch ziemlich geil. Denkt nicht, das kommt als Together so unbedingt. Also das würde ich dann wahrscheinlich privat, weil der Kollege hat nun auch nicht mehr so viel Zeit. Und sagen wir es mal so, wenn ich so ein Projekt starten würde, in Anführungszeichen, dann möchte ich sowas auch halbwegs zeitnah beenden können. Und nicht erstmal ja, 2 Jahre dafür brauchen, bis man das dann irgendwann mal geschafft hat. Wo geht's denn eigentlich genau längs? Alter Schwede, also hier ist nicht mehr so viel aufgeparkt.
Die Gegner sind zwar verhältnismäßig stark, aber ich kann jetzt schon sagen, so viele Gegner sind hier nicht mehr aufgepackt. Schlicht und greifend auch, weil der Platz fehlt. Das muss man auch noch dazu sagen. Es fehlt auch der Platz dazu. Ah, ich glaube, die laufen da vorne auch wieder zusammen. Bin mir aber jetzt nicht genau sicher. Oder? Oder laufen die außen? Ich muss mal kurz mal gucken. Ah ja, die laufen da vorne wieder zusammen. Macht nichts an, nicht gleich. Das ist ja egal, welchen Weg wir nehmen. Wir schrillen uns mal hier durch. Wie abgehakt das immer klingt, ey. Heftig. Aber wir sind nicht mehr weit vom Finale entfernt. Und dann werden wir unserem Obermufti mal entgegentreten. Und den werden wir verdreschen. Dafür, dass er unser verdammtes Ep hier komplett ins Gas gestürzt hat. Und weil man nicht vergessen darf, mit mir gibt es keine Weltherrschaft. Denn es gibt nur einen. Ich meine, es gibt nur einen Führer mit V am Anfang und das bin ich. Ne, ich bin schließlich der Führer. Ich bin kein Führer mit F, sondern ne, ich meine nicht mit Anfang, sondern ein Führer mit V am Anfang. Ein Führer. Also ist klar. Ich bin ja der krasseste. Ich bin nicht so krass wie das Königreich gehören danach. Allerdings Steuerberatung lasse ich dann von jemand anders machen. Weil ich möchte dann nur regieren und mit dem Finger zeigen. Ich habe keine Lust tatsächlich, wie großartig ich mich jetzt noch um einen Scheiß gekümmert. Ach, besonderer. Aus geschmolzenem Stahl. Das war brillant. Dafür sieht er ehrlich gesagt nicht Stahl genug aus. Sag ich doch. Dafür ist er einfach. Ich meine, gut, es ist geschmolzener Stahl. Ne? Ist kein Wunder, dass wenn man auf ihn einschlägt, dass er zusammenbricht wie die Twin Towers. Ja. Ich weiß. Hier werden richtig miese Sachen geschmissen. Bisschen sarkastisch, schade. Ne? Übrigens, das Spaß, sarkastisch zu sein. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe durchaus immer irgendwo auch ein bisschen meinen Spaß an asozialen Verhalten. Zumindest was Sprüche angeht. Also ich laber viel Scheiße. Auch unangenehm und gemeine Scheiße. Ich würde allerdings niemals jemanden irgendwie, ja, irgendwie einen Scheiß machen oder jemand irgendwie Böses. Das mache ich nicht. Sowas würde ich nicht tun. Wenn man so sagen kann, also ich würde niemals jemanden ungerecht behandeln. Das ist ja klar. Also ungerecht behandeln würde ich niemals jemanden. Ich meine, zugegeben, ja, ich habe einen Humor, wenn ich ehrlich bin. Das ist vielleicht auch ein bisschen witzig, wenn man bedenkt. Als Beispiel. Ich mag KuchenTV eigentlich nicht so sehr, aber sein Humor ist so ziemlich der gleiche wie meiner. Das ist mir schon mal aufgefallen. Also in vielen Dingen ist er wie ich. Zumindest was den Humor angeht, ist er ein bisschen wie ich. Nur in Anführungszeichen ist er nicht so faul. Das habe ich dann wiederum, wenn es um Faulheit geht, ein bisschen mehr mit Tanzverbot gemeint. Aber irgendwo ist es auch schön vom Gedanken, dass man so ein bisschen assi auch sein kann, weil, wie gesagt, das ist so nebenbei das Angenehme. Es interessiert hier einfach so gut wie keinen, weil es schaut eh keiner rein. Und ich bin auch ehrlich gesagt jetzt nur gerade so hart dabei, weil ich unbedingt in Anführungszeichen es jetzt schaffen will. Da ich schon so weit gekommen bin, jetzt möchte ich einfach das Spiel wirklich bis zum Ende bringen und dann ist es auch durch. Dann ist es auch getan.
wenn man das so sagen kann. Also ich will jetzt auch das Spiel zu Ende bringen, damit es einfach getan ist. Damit es langsam... Ich meine, ganz ehrlich, ich kann nicht meinen Kanal mit Projekten wie voll klatschen, die ich nie beende. Nix da. Du Arsch bleibst gefälligst von meinem Team entfernt. Die finden das nicht so geil, von jemand angefasst zu werden. Außer von mir natürlich, da finden sie es alle geil. In der Realität würde ich es nie empfehlen, weil wie gesagt, es ist schon sehr kompliziert, eine Katze zu streicheln. Daher sollte man sich von mir nicht streicheln lassen. Denn es ist schon kompliziert, eine Katze zu streicheln. Bei mir hat man immer so ein bisschen noch den Eindruck, als würde man, als würde ich die Katze fast tot quälen. Totstreicheln sozusagen. Mann, also gegen Ende wird hier ja nochmal richtig was aufgefahren. Na. Mal E drücken. Alle bitte mal ein bisschen zusammenwühlen hier. Auch damit alle so nah dran sind, dass es hier auch mal ein bisschen was passiert. Nach und nach muss das ja mal. Ah, schön weiter. Genau, immer schön weiter saufen. Und immer schön weiter die Heilung anschmeißen. Leute, es ist nicht mehr relevant, mit wie viel ihr noch entgegenkommt. Ihr könnt gar nicht mehr mit so viel entgegenkommen, wie wir hier wegdreschen gerade. Auch wenn ich das Gefühl habe, die vermehrt sich wie sonst was. Ehrlich, ey, diese vermehren sich ja gefühlt wie Karnickel. Da, wie viele kommen denn da noch? Also wird jetzt langsam wirklich ein bisschen, also langsam wird es ein bisschen massenintensiv. Ganz ehrlich. Es wird langsam ein bisschen massenintensiv. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Aber dafür hält die alle nicht gerade viel aus. Das muss man dazu sagen. Vergesst es, wir schreddern uns jetzt hier durch. Ihr werdet uns nicht mehr aufhalten. Vergesst es. Wir sind auch bald endlich da, zum Glück. Bald sind wir da und dann ist Schluss hier. Das Böse weiß gar nicht, was auf sich zukommt. Das Böse weiß es nur nicht. Ziemlich ruhig hier. Huch. Was passiert denn da? Kommt vielleicht was Interessantes angefahren? Na, bergab. Mal sehen, wie weit es noch reingeht. Na? Wie geht's? Das ist also das Beste, was das Königreich mir entgegenzusetzen hat. Hat der Magier Merrick dir erzählt, dass er hier nach seinem verlegten Stab gesucht hat? Hat er dir verraten, dass er ohne ihn die Magie nicht erneuern kann, die uns bindet? Und dass wir somit bald frei sein werden? Eure Vorfahren steckten uns in dieses Loch. Dann erzählten sie ihren Kindern Schauermärchen über uns. Später habt ihr dann vergessen, was wir Sex einst wirklich waren. Eine gewaltige Macht. Bete, dass dein Gott gnädiger sein wird als ich. Oh. Na, dann wird's jetzt spannend, Leute. Jetzt wird's spannend.
Jetzt geht's nämlich zum Endkampf. Und reiner. Einfach draufprügeln, Leute. Einfach richtig fett einen draufmanschen. Der Kerl kriegt jetzt fett einfach Plätze. Ist scheißegal wie. Außer du. Du gehst ein bisschen wieder auf Abstand. Nur zur Sicherheit, damit er nicht gleich voll einen reinkriegt. Vergesst es. Alle rauf auf ihn. Und mach und lass bloß eure Scheißheilung aktiv. Mhm. Läuft nicht. Egal, mit was du ankommst. Du kannst mir noch so viel ankommen. Und es reicht. Ende mit dir. Ende mit dir. Hä. Oh. Na. Wer wird denn schon sauer werden? Ich hätte nicht gedacht, unbedingt, dass der nochmal kommt, Jungs. Aber das hauen wir jetzt eine rein. Ah, Lüge. Natürlich kommt er nochmal. Ich meine, er macht das schon ordentlich, ne? Das wird hier mir auch nicht Stil gefahren. Auch wenn ich gerade ein bisschen verwundert bin, dass meine Angriffe doch irgendwie alle nicht so krass sind, wie ich verdacht habe. Ich dachte irgendwie, die wären mal ein bisschen krasser. Auch wenn die zugeben nicht ganz ohne sind. Das ist klar. Vergiss es. Du kannst mir noch so viel ankommen. Auch wenn es unangenehm ist, wenn man von einem verdammten Stein hinten reingeknallt bekommt. Aber du kommst da nicht von weg. Oh. Was hast du denn vor? Ich sag doch, man kann auch fast alles auf irgendeine Form episch bekommen. Naja. Oh, jetzt wird's drauf angelegt. Na, was willst du denn? Glaubst du, dass das funktioniert? Oh, nein. Nichts da. Haltet bloß Stellung, Leute, und geht weiter. Er muss eine verblättert bekommen, egal wie. Der Arsch kommt hier nämlich nicht mehr weg. Scheißegal, was der macht. Er kommt nicht mehr weg. Haut ihn immer eine rein, das ist scheißegal. Miss? Also normalerweise kommt noch ein sehr cooles Outro und nicht sowas. Übrigens ist die Maus weg. Zumindest habt ihr theoretisch gesehen. Hä? Ja. Also, er hat mich jetzt hier einfach aufs Menü geworfen. Wo ich natürlich die scheiß Maus nicht sehen kann. Toll.
gehe jetzt mal bewusst auf Autospeicher und dann weiter. Ich bin mir nicht genau sicher, was er in dem Moment hatte. Deswegen, es ist ja nicht mehr weit hin. Und ignoriere mal den direkt. Und ich werde da jetzt direkt mal hinlatschen dann zu ihm. Ignorieren wir die Scheiße dann einfach. Also ich meine, hier könnte man glaube ich noch abbiegen und den ganzen Scheiß, aber ignorieren wir es jetzt. Oder es war vielleicht auch jetzt direkt der. Wir machen das nochmal. Denn eigentlich muss das kommen. Ich weiß auch nicht genau, woran das jetzt lag. Ob in dem Moment halt keine Feinde da sein dürfen? Ich weiß es nicht genau. Ja, das kennen wir jetzt. Weiter. Tut mir leid übrigens, dass das jetzt so versaut worden ist. Aber ich weiß auch nicht, wo der Fehler herkommt. Übrigens, bevor jemand sagt, am Streaming oder so, nein. Das Spiel läuft auf der Gaming-Kiste selbst. Und im Hintergrund läuft nichts außer Steam. Das heißt, es kann eigentlich nichts. Und Steam, wie gesagt, hält sich passiv. Deswegen, eigentlich kann es an nichts liegen. Dann werde ich natürlich darauf achten, dass vorher alle Feinde aus dem Weg sind und man ihn jetzt dann umbringt. Kann ich ja nicht wissen. Nur so nebenbei, ne? Dann sind wir da wenigstens so weit schon. Speichern wir zur Sicherheit nochmal. Aber ich müsste dann gleich das entsprechende kommen, weil das wäre jetzt ein bisschen eigenartig, wenn. Ich habe übrigens Kompatibilitätsmodus mit XP schon drin eingestellt. Deswegen, eigentlich müsste es dann funktionieren. Es wäre jetzt traurig, wenn dieses Spiel nicht anständig funktioniert und ich ernsthaft ein echtes XP-System bräuchte. Weil dann müsste ich die andere Maschine erstmal zum Laufen bekommen, in Anführungszeichen, müsste dann die Speicherstände erstmal rüberschieben, nur damit ihr dann am Ende das Ende sehen könnt. Das wäre ein bisschen hart. Ja, sauf mal was. Weißt du eigentlich, dass du da voll... Du bist echt ungünstig da oben, weißt du das? Ich würde sagen, lass mal unten mal ein bisschen scheppern. Das unterlegt sich schon. Erstmal die Gegner hier ein bisschen beseitigen, damit die aus dem Weg sind, wenn der vielleicht stirbt. Vielleicht lag es auch daran, dass wenn in dem Moment ein Gegner noch da ist, dass in dem Moment das Spiel crasht vielleicht, weil es dann die Sequenz nicht einleiten kann oder so. Ich markiere alle, damit auch ja nicht angegriffen wird in dem Moment. Okay. Eigentlich müsste dann das gleich kommen. Wer schmeißt mich gleich wieder raus? Das wäre ein bisschen asozial. Aus dem Weg mit dem Scheiß. Wehe, es spawnt jetzt Gegner. Ich habe da keinen Bock drauf. Halt, halt! Alle weg! Das geht nicht. Also ich gehe jetzt mal bewusst auf Entfernung, damit die Gegner alle weg sind. Ich weiß, dass der sich da ein bisschen auch wieder auflädt, aber das macht nichts. Das ist mir egal. Nur damit die Gegner auch alle aus dem Weg und alle weg sind. Einfach nur, damit man sicher gehen kann. Damit in dem Moment keine Gegner mehr da sind. Ey, was soll denn das? Ja, dann schreddert euch erstmal da ein bisschen dran rum. Ist erstmal egal. Ist egal.
Passiert. Passiert. Was soll denn das? Ich meine, es ist nicht so schlimm, wir haben genug Getränke. Du bist eh gleich erledigt. Ich höre auf, gleich auf den Sack zu gehen. Und jetzt? Bitte jetzt nicht abschmieren. Ihr habt gesehen, wie ich hab's geschafft. Ihr habt's alle geschafft. Wir sind der King. Wir sind geil. Wir haben's alle geschafft. Ihr habt es gesehen. Leckt mich am Arsch. Ganz ehrlich, leckt mich am Arsch. Ihr habt's gesehen. Wir haben gewonnen. Fertig. Sollte es, ich weiß, dass es noch eine Endsequenz danach kam. Ich werde dir aus irgendeinem verfickten Gameplay-Let's Play rauscutten, diese Stelle. Werd mir das scheiß Video da einfach nur rein runterziehen. Wird's hier reinkloppen und fertig. Ich habe nämlich keine Lust, das jetzt nochmal zu machen. Und ich habe keinen Bock, das jetzt auf hier ein echtes XP-System erstmal mir kurz dahin zu stellen. Nur um diese eine scheiß Frequenz einzubauen. Die ziehe ich mir jetzt einfach aus dem Internet und dann ist Ruhe. Ey, ganz ehrlich. Damit ihr die seht. Damit das auch komplett ist. Übrigens, nein, wir haben nicht das Maximale an Geld. Wir haben leider nicht das Maximale, also die 10 Millionen plus. Ach. Mir das nervt. Na gut, ich meine, ich hoffe, es hat euch gefallen, das großartige Let's Play. Auch wenn ihr jetzt quasi jetzt nicht so schön und so episch das Ende sehen konntet, tut mir natürlich leid. Ja, es ist egal mit der Fischdarstellung, scheiß drauf. Ich meine, er kann das jetzt. Ich habe mich gerade jetzt hier aufgeworfen. Immerhin habe ich das Schwert wieder. Dass ich hier überhaupt wieder die Maus normal habe. Naja, gut. Also, bis theoretisch zum nächsten Let's Play. Oder falls ich eventuell noch ein anderes Let's Play mal eben auf die Schnelle abschließen sollte. Also egal, bis zum nächsten Stream oder YouTube-Video auf YouTube. Bis dann, Leute. Wie fuckt mich das jetzt ein bisschen ab? Ganz ehrlich. Naja, gut. Ja, ist nicht schlimm, oder?